Hey, ja, hier ist Sternschnuppen. Willkommen zurück zu unserem Adventskalender. Heute vom 8.12.2021, wo wir heute am Mittwoch zwei weitere Levels machen. Der Holiday Gigalem 2016, The Harsh Winter. Gestern gab's mal wieder eine etwas kürzere Folge, zum Glück. Da haben wir zwei Level gehabt und die waren nicht so schwierig. Ja, gucken, ob es weitergeht. Wäre ganz cool, ne? Da wir hatten am Wochenende genug lange Folgen. Jetzt in der Woche ein bisschen Entspannung. Und zwar fangen wir an heute mit Level 7 in Due Time. Again. Ja, da haben wir 70 Lemminge. 64 davon müssen ins Ziel kommen. Eine Vermögensrate von 50, unbegrenzt viel Zeit. Und ein Level von Gigalem. Ja, ihr seht, da ist geteasert 2017. Wird hier, eben wie gesagt, ich habe gestern schon gesagt, denkt euch eine 2022. Dann sind wir glücklich. Oder denkt euch das Jahr, wo ihr das hier guckt. Vielleicht guckt ihr es ja gar nicht in diesem Jahr hier 2021, sondern guckt das vielleicht 2026 oder so. Dann denkt euch da 2027. Ja, also deswegen machen wir das trotzdem. Okay. Well, let's go. So, wir fangen hier an. Sollen, wo sollen wir hin? Da nochmal hin. Was haben wir insgesamt zur Verfügung? Wir haben 6 Kletterer, einen Schwimmer, 6 Eisenspringer, 6 Stoner, 6 Brückenbauer, ein Butler, ein Gräber und ein Minenlemming. Okay, was machen wir jetzt hier vor? Okay, was genau haben wir jetzt hier vor? Wie kann man denn, was kann man hier machen? Mal gucken. Wir haben hier, was ist alles Stahl? Man kann da nicht bauen. Das ist Wasser. Das heißt, da können wir nur mit einem Lemming durch. So, und jetzt? Was machen wir dann? Ja, wie soll man denn mit einem da durchkommen? Also ich glaube, wir kommen hier immer ohne. Ich glaube, man kommt hier ohne Opfer nicht durch. Das glaube ich auf jeden Fall schon mal. Ja, aber ich glaube, wir müssen dann irgendwie uns hier runterbauen. Ich glaube nur, dass wir uns hier runterbauen müssen. Und nachher haben wir nur 6 Brücken haben wir. Aber wie kann ich denn dann durchbauen? Das ist wieder problematisch. Also, wir haben Kletterer 6 Stück, die wir auffangen können. Die brauchen wir wahrscheinlich alle zum. Gut, dass wir alle brauchen. Alle 6. Auch alle Stoner. Also, die müssen auch mal zum Stoner werden. Aber ich habe keine Ahnung genau, wie das noch funktionieren soll. Das Problem, was wir nämlich haben hier. Das Problem, was wir hier haben. Ich könnte mit Stoner hinzumachen, Leute, mit 3 Stonern vielleicht. Ich kann hier die ganze Pfade durchmachen. Wie soll da durchkommen? Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Ich habe, glaube ich, eine Ahnung, wie das gedacht ist. Ich habe auch nur einen Schwimmer, der das machen kann. Also ich muss irgendwie. Ich habe eine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das gedacht ist. Ja. Der Modi müssen durchlaufen und dann lassen wir alle reinfallen.
Aber ich weiß nicht, wie das gedacht ist. Ich hab eine gewisse Ahnung. Ich fahre eben alles hier rein, das ist glaube ich auch richtig so. Ich fahre alles hier rein, das ist glaube ich die richtige Idee. Ich kann ja so nichts machen hier. Ich muss die da hochbauen. Ah, ich hab ne Ahnung, dass hier quasi versteinern. Wir versteinern quasi, die Lemmingen kommen hier hoch, wir müssen uns dann da durchbuddeln. Und zwar, nachdem wir den Weg bereitet haben. Das heißt, wir müssen das Tor hinsetzen, da müssen wir versteinern, dass wir in eins durchbuddeln können, hier auch nochmal. Und dann ja hier, weiß ich auch nicht so ganz genau, was wir dann vorhaben. Das weiß ich auch noch nicht ganz genau, wie das funktionieren soll. Weil eigentlich müssten wir theoretisch dann da irgendwie bis dahin hinkommen. Wie soll das funktionieren? Das weiß ich nicht. Aber das werden wir ausprobieren. Brauchen wir wahrscheinlich das zum Fallschirmspringer werden. Ich habe eine Ahnung, wie das gehen soll, ja, aber das muss irgendwie dann so funktionieren, aber es ist das ist die Idee dahinter, dass wir den Stoner dann so, wir müssen die auch dann so setzen, müssen wir so buddeln, dass der dann ja durchbuddelt durch alle. Aber ich weiß nicht, ob das dann reicht, ob man dann da durchkommt. Da brauche ich doch so viele schon für. Man muss ja eine Brücke bauen. Ich habe aber keine blauen Läufer, das ist scheiße. Oh. Das war natürlich nicht so geplant, wollen wir nicht drüber reden. Ich brauche schon 4, um nein Daten durchzukommen. Also das klappt doch so nicht, ey. Das ist doch. Wie soll das denn funktionieren? Was wollte denn den Schwimmer? Ein Schwimmer muss da von unten irgendwie das bauen, glaube ich. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Ja, ich muss da aber noch einen bauen. Das kann nicht anders gehen. Also, das klappt doch so nicht. Das klappt so nicht, wie ich das vorstelle, muss ich sagen. Achso, jetzt haben wir jetzt den Weg zu machen, aber wie kommen wir da weiter? Wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt haben wir den zu. Er könnte das wieder durchbuddeln, das werden wir mal ausprobieren. Werden wir mal durchprobieren. Geht, das geht gar nicht. Ah, guck eigentlich nur weiter. Er kann gar nicht quer. Ich dachte, es ging auch quer, nicht nur nach unten. Ich dachte, unten ging er auch dann nach rechts. Das geht auch mal gar nicht. Ah, das hat mir anders vorgestellt. Er buddelt da nicht rein. Andere Idee. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Muss ich jetzt so klettern lassen, ne? Aber wie seid ihr denn umdrehen? Die Idee, da war schon, die dürfen ja nicht reinfallen, die müssen hier hinten runterkommen. Heißt, ich muss irgendeine Brücke bauen, damit die dann da durchhacken.
Das ist tricky. Das ist tricky. Aber ich sehe gerade, wie ich jetzt dafür sorgen kann, dass der umdreht, weil. Weil der einfach durchläuft. Aber ich muss das wohl so machen. Das ist der Schwimmer. Den muss ich umdrehen lassen. Das heißt, ich muss den irgendwie eininvestieren zum Wenden. Das ist leider so. Ich weiß, glaube ich, wie der geplant ist, jeweils das, was wir eben hier hatten, quasi da machen. Miteinander durchkommt. Und dann hier. Ja. Das weiß ich auch noch nicht. Das weiß ich auch nicht so ganz genau, was wir da vorhaben. Das muss ich auch noch mir überlegen. Ich hab's nicht. Keine Ahnung. So. So, mal gucken. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Eigentlich muss der dann hier direkt bauen. Er muss gerade durchkommen. Muss das auch so dann sein. Da kann er, dass der noch weiter rechts muss. Kann sein. So. Das passt doch nicht, ne? Ist zu niedrig. Doch, das geht, aber. Doch, das geht, das wie ihr seht. Das geht. Das ist der Plan dahinter. So. Und jetzt müssen wir den versteinern. Ne, der muss nicht versteinert werden. Der kann nämlich die Brücke bauen auf der anderen Seite. Der muss hier die Brücke bauen. Dasselbe passiert dann hier nochmal. Ach Gott, das ist eine ganz fortschrittliche Technik. Wir müssen dann mit zwei Brücken bauen dahin. Na, wie soll man das machen? Wir müssen dann mit zwei Brücken bauen. Nämlich so eine, dass da ein Korridor entsteht. Wie geht es mit drei? Wie soll man das nicht schaffen mit drei? Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ja, das geht. Okay, das haben wir mal. Das funktioniert schon mal. Den muss ich runterschwimmen lassen. Den brauche ich nicht auf der anderen Seite. Aber mit drei, wie soll ich mit drei schaffen? Wie kann ich den umdrehen lassen? Das ist die Idee, aber ich weiß nicht, wie ich den umdrehen kann. Man muss da einen Rückblick machen. Kann sein, dass ich auch das Mal hin und her laufen muss. Das fällt mir auch so gerade ein, dass der letzte Mal hin und her laufen muss. Vielleicht. Kann mir auch sein. Dass der Mal hin und her laufen muss, weil wir brauchen nämlich vier Brücken, glaube ich. Wir brauchen nämlich vier Brücken. Mit drei schaffen wir es nicht. Wir brauchen die vierte. Das heißt, wir müssen die eine, die wir investiert haben am Anfang, dürfen wir nicht benutzen. Muss auf Rückweg gemacht werden mit der Dingens. So. Ja, irgendwie. Ich schaff damit zwei Brücken nicht. Wir brauchen eine vierte. Der muss halt zugemacht werden. Ja, wir brauchen eine vierte. Das heißt, wir müssen einen Rückweg machen. Ja, das ist die Idee dahinter. Das ist die Idee. Das muss auf dem Rückweg gemacht werden mit der Brücke hier. Oh, wo willst du denn hin? Nein, nicht sterben. Lass nochmal. Das muss auf dem Rückweg gemacht werden. Der muss quasi zusammen hin und her. Der muss als zusammen hin und her laufen. Denke ich mal. Aber den nicht umdrehen können. Er müsste mir so eine Art Korridor schaffen für den Lemming, der buddelt. Das ist eine recht fortschrittliche Technik.
Also das wird im Hauptspiel, glaube ich, nur einmal gebraucht. Ja, ich glaube, im Hauptspiel gibt es ja so ein Level, wo man das mal machen muss. Aber ich finde das schon sehr fortschrittlich, muss ich schon sagen. Wir brauchen halt einen, der halt quasi dann auch nach unten graben kann, der quasi von hier bis hier durchbuddelt. Das ist das Rätsel-Lösung. Das war, ich weiß auch, wie das funktionieren soll. Ich weiß auch, wie das gehen soll. Das weiß ich. Wir brauchen dann hier den Stoner, damit wir hier durchbuddeln, hier halt durchkommen. Haben wir eben auch demonstriert. Ja. Ich habe leider keinen Überblick darüber, obwohl ich kann das sehen, ne? Ist das Level so designt, dass ich hier sehen kann, ob das funktioniert wird ein bisschen hin. Er muss dann so gemacht werden, dass wir da, ja. Ich muss einmal jetzt hier einmal eine Brücke bauen. Und dann wieder mal zurücklaufen. Das ist halt wirklich so. Sonst geht das nicht. Sonst klappt das so nicht. Ich weiß nicht, wofür die Kletterer brauchen, die anderen. Das ist eine gute Frage. Achso, ja klar, die brauche ich natürlich hier, um hochzukommen und dann die Stoner zu machen. Klar. Nee, den machen wir nicht da. Den machen wir nicht da. Den machen wir da, damit er halt da so durchkommt. Dann müsste eigentlich auch funktionieren. So. Wie es recht da beieinander sein. So, dann haben wir da. Hier brauchen zwei Brücken für die Dinge da hinten. Das heißt, wir haben noch zwei hier. Die brauchen wir auch. Ah, die sind zu hoch. Okay. Die sind zu hoch. Das heißt, ich muss da doppelt anders machen. Ich muss die doch später machen. Und zwar. Ja, da, ne? Hat man die da eben? Und die da eben gebaut oder nicht? Die musste ja auch direkt abschließen, das ist ja so. Ja, der war zu hoch, okay. Aber sie muss ihn doch hier unten haben. Komm her, bauen wir mal ab. Komm her. So. Er muss so doch bauen. Er muss dann so gemacht werden. Und dann quasi noch einen da drüber, kann man sagen, oder so, oder vielleicht einen noch höher, kann sein. Ja, das wird besser laufen. Das ist wieder eine recht fortschrittliche Technik, finde ich. So. So, der würde mir dann nochmal, das ist quasi so ein Weg, und dann müssen wir nochmal eine Brücke bauen, darüber. Ja. Hab ich gestern gesagt, wir haben Montag, ne? Wir haben gestern Dienstag gehabt. Ja. Ich war total verwirrt, weil wir ja da drei Level hatten. Da dachte ich, das war ja am Wochenende. Ne, war ja Nikolaus. Ne? So. Okay. Ich hoffe, das ist nicht weit genug. Ich hoffe, das geht so. Also müssen wir das halt noch korrigieren. So. Dann kommt er wieder hoch und wieder zurück. Das ist gut. Dann könnte es funktionieren, dass der dann durchbuddelt weiter. Das ist die Idee. Logik, das ist der Geist. Eigentlich sehen wir das so. Ich vorstelle, ist gar nicht so schwer, ne? Aber wenn man das nicht weiß aus dem Hauptspiel, denkt man hier immer, wie soll das gehen? Ja, ich habe mich auch wieder daran erinnert, ne? Zum Glück. Ein paar Kenntnisse habe ich doch noch behalten. Von damals. So, jetzt müssen wir dasselbe nochmal machen hier. Ja, das Problem ist immer das austesten. So. Da oben sind alle Lemmingen draußen. Wir brauchen ja die vier müssen wir noch opfern. Ne, sechs dürfen wir opfern. Na, mal gucken. Eigentlich möchte ich den auch grundsätzlich. So, heißt das. Wenn wir nicht austesten. So. Okay, dann müssen wir hier die Brücke bauen, die uns fehlt. Die war, glaube ich, so ein bisschen zu früh. Warte mal, die war so zu spät. Er muss direkt hier anfangen. Dann ging das eben besser. So. Was ich aber schon ausprobieren kann, wenn der fertig ist mit dem Bau, dass ich mal
austeste, ob das mit dem Durchbuddeln funktioniert. Nee, kann ich noch nicht, da ich hier noch keine Stoner habe. Kann ich austesten, ich muss ausprobieren. So. Okay. Ja, das geht. So. Irgendwann muss ich also nur mit Stoner arbeiten, ne? So, und der muss jetzt verstandard werden. Und zwar so, dass der durchgebuddelt werden kann. Ist das so nicht jetzt zu niedrig? Ne, sollte eingehen, ne? Ja, der baut, ja, hat nur ein Pixel Unterschied. So, mal gucken, ja. Der kann. So. Okay, so geht das. Ja, die Idee haben wir jetzt schon fertiggestellt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob das passt hier mit dem Mädchen hinten. So, komm her. Und eigentlich waren wir beide fast zu nah aufeinander, muss man sagen. Achso. Na, geht natürlich auch nicht so. Aber der kann den neuen Pieten natürlich noch ein bisschen variieren. Der kann mit den Falschen benutzen. Er ist ein bisschen schneller unterwegs. So. Haben wir ein bisschen Abstand gewonnen. Ja, haben wir noch einen. So, die müssen sich opfern für die ganze Sache. So. Okay. Da ist nur ein Fehler. Okay, das funktioniert noch nicht so ganz. Da müssen wir ein bisschen gucken. Wir müssen eigentlich mehr runter, ne? Wir müssen das quasi so machen. Den Kopf weg. So, damit das so funktioniert. So. Okay. Hier muss der Kopf eigentlich nur oben bleiben. Ja, du hast eigentlich genug getan, ich will dich nicht opfern, da habe ich keine Lust drauf. Du hast schon genug getan, du kommst als nächstes. Ihr könnt auch so, ihr könnt auch direkt. Will man erst durchkommen durch den. Hey, ne, der ist zu niedrig. Der ist zu niedrig, ja, ist das doof. Der detaillierte Arbeit leisten. Machen wir mal so. Das sollte doch gut sein. Einzig mal benutzen. Hochzukommen, der ist halt schneller fertig. Der ist schneller wie oben als die anderen. Der ist schneller dann rüber, bevor die durchgekommen sind. Ein bisschen nicht großer Unterschied, aber immerhin. So. Ja, wollen wir den nehmen? Ja, nehmen wir den. Dann will man das jetzt so teilen, so machen, dass die da durchbuddeln können. Das ist nicht so einfach, befürchte ich. Warte mal, bevor ich das. Alter. Ich kann deine jetzt wieder machen, ja, ist gut so. So. Ja, ich glaube, müsste so funktionieren. Nächst bitte. Wir können mal bis dahin kommen, das geht schon.
mir wieder einen daraus. Das sollte funktionieren mit zweien. Ja, da müssen wir ein bisschen gucken. Da muss ich hoffen, dass das dann hier passt. Sonst habe ich hier alles umsonst gemacht. Könnte sein, dass, auch, dass es auch zu hoch ist. Will ich mal ehrlich sein. Es kann sein, dass wir das hochgebohrt haben. Oh. Das war der falsche Knopf. Das muss den, der muss das sein. So, der jetzt kann ich den machen. Also. Dann kommen wir aus und durch. Nee, der ist fast so. Der ist so hoch. Geht wohl besser, ja, es geht wohl besser. Ich weiß nicht, ob das. Das ist glaube ich der beste. Der passt am besten. Die anderen passen nicht so gut. Die rutschen nämlich alle vorher durch. Ich weiß nicht, es kann sein, dass die auch zu tief ist. Das wäre ein bisschen dumm. Da sind die immer tiefer geworden, das Problem. Ne? Das muss jetzt so passen. Oh, ich glaube, irgendwas wäre jetzt zu niedrig. Ich glaube, irgendwas wäre jetzt zu niedrig oder so, der einer hier. Ja, die hören nämlich auf, und zwar bei dem vierten. Bei dem dritten hören sie auf. Das heißt, oh, das war schon richtig, die sind richtig, die gehen noch. Nur der vierte nicht. Der muss früher explodieren. Der muss schon früher explodieren. Oder später. Ich glaube, früher. Ja, habe ich jetzt beide gemacht, das ist auch okay. Es kann also hier auch gar nicht passen, ey, weil der zu hoch ist. Wenn wir Pech haben, ist das so. Da muss ich auch noch mal runterbauen, dann muss ich gerade doch da hin, aber das ist dann ärgerlich gelaufen. Dann haben wir auch alles sonst hier. Man kann es ja nicht testen vorher. Der ist doch wieder zu niedrig. Er ist halt ein Pixel höher. So. Also, nee, das passt so auch nicht. Das muss schon so sein. Er baut immer, baut schon da nicht durch, er baut dann schon durch, ne? Er baut das schon durch, glaube ich. Das ist nicht so einfach. Das eins zu justieren. Ne, der ist so weit, ein zu tief. Der. Nee. Ja, vielleicht. Bin ich sicher. So. Er baut aber eigentlich wieder nicht durch, ne? Der baut da nicht komplett durch. Also der dritte ist ja schon zu hoch. Der zweite ist schon so hoch, kann das sein? Ist der eine schon so hoch? Bambo, einfach mal gucken, was passiert. Der ist echt so hoch. Ja, sehen, was passiert. Ah, der dritte ist so. Der ist so hoch. Der eine ist so hoch. Der zweite ist schon so hoch. Ah, alles klar, der zweite ist so hoch geworden. Das ist ja dumm. Alles nochmal umsonst, alles nochmal. Warum ist das? Warum? Das passt doch nicht so. Das passt doch nicht so exakt, ne? Ja, sollst du nicht. Dann können wir den gewinnen immer mehr, einmal, das heißt, wir müssen im Wechsel sein. Dann ist da wieder so.
Nee, der ist auch wieder zu hoch. Das kann nicht sein. Der ist jetzt. Der müsste aber wieder passen. Müsste wieder passen. Und hier nein. Ja, der geht zumindest jetzt durch bis zum Ende. Okay. Ja, weil, aber wenn der jetzt zu hoch ist, denkt davon ab, wie wir den gleich sprengen. Wenn ich den falsch sprengen, dann geht das wieder nicht. Ja, nicht so einfach. Und ich weiß auch nicht, ob das hier passt. Das ärgert mich ja noch viel mehr. Ich kann sagen, dass es nämlich auch zu niedrig ist. Da haben wir echt ein Problem. Oh, na, Moment. Falsch vertippt. Hey, komm schon durch. So. Ich glaube, wir kommen jetzt schon durch. Ja, immerhin. So. Ja, das geht tatsächlich. Wir kommen durch. Das geht. Wir haben es gelöst. Wir haben es gelöst. Das geht jetzt. Da sollen wir jetzt durchkommen. Ah, das ist ja wirklich schwierig. Ich fand das schon schwierig. Das ist schon, wie gesagt, fortgeschrittene Technik. Also hier ist haben. Das ist schon. Aber haben wir jetzt geschafft. Das ist auch etwas, was die Lösung geplant, die gedacht ist. Fand ich schon schwer, muss ich sagen. Das mit so wenig zu machen, Jetzt haben wir auch alle verbraten. Der Bus. Der grabt dann ein bisschen ab, deswegen kann er dann runter, weil er irgendwas zu graben hat. Dann kommt er auch da auch durch. Ja, wunderbar, wir haben das geschafft. Nicht einfach. Ich finde das ist wirklich schon schwer. Bis zum Schwierigkeitsgrad. Welche Technik da schon zu kennen und zu benutzen müssen. Aber dann kommen die alle ins Ziel, ne? Ja, immerhin, das haben wir geschafft, aber wie gesagt, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach gewesen. Muss ich auch schon sagen, ey, das ist so mit, dass wir quasi von hier bis dahin mit nur zwei Sachen durchkommen. Weil mit einem Minenarbeiter und einem Lieber, also. Hätte ich schon übel. Ja, also, das ist alles so ein Sneak Peek für später. Später müssen wir alles einsetzen wahrscheinlich. Was wir bisher gelernt haben. Und auch das. Und ich mag dies. Ich mag solche Risse gar nicht. Wo ich sowas benutzen muss. Weil das halt. Ja, ich komme halt vom Original Lemmings, ne? Ich bin halt nicht so. Bin halt nicht so tief drin. Diese Fansachen. Da viele, die sagten, das ist nun wirklich Technik für Fortgeschrittene. All Lemmings accounted for. Wobei ich nie weiß, wie war das in mehreren Levels im Original? Ich meine, es gibt es noch, ich gab es in einem Level, wo man das nutzen konnte und nicht mal musste. Glaube ich, aber ich sicher mich auch nicht mehr. Ja, All Lemmings accounted for. You rescued 64, you needed 64. All right on. You can't get much closer than that. Let's try the next. Ja, drückte die Maus. Was zum Fortzufahren im nächsten Level, das machen wir natürlich auch. Und zwar ist das Level 8, Fighting Iceberg. Ja, wir bekämpfen den Eisberg. Da haben wir 50 Lemminge. 43 davon müssen ins Ziel kommen. Haben Förderungsrate von 1, unbegrenzte Zeit und wieder ein Level von Gigalem. Ja, also würde ich sagen, los geht's. So, was haben wir hier? Wir haben wieder mehrere Eingänge, sehen wir. So, wir haben wieder von oben nach unten geht es. So, wo ist das Ziel? Wo müssen wir hin? Achso, das Exit. Das Exit, so das Ding. Wir haben ja Stahl. Was haben wir hier? Was ist das denn? Exploding. Nee, Stoner soll das sein, glaube ich. Ah, ich habe eine Ahnung. Was wir hier machen müssen. Wir müssen da runterschicken. Quasi so weit, dass die nicht runterfallen.
Aber das Layer umdrehen. Halt, müssen das Toner quasi opfern. Dann der muss da an der Position sein, wo wir drauf landen können. Wo man da einen Blocker hinsetzt als nächstes. Und dann der Rest leitet dann ins Ziel. Das ist die Idee hier hinten. Das heißt, unsere Aufgabe ist einmal in erster Linie da hochzukommen. Ja, schwer genug. Hä? Wir haben hier 5 Kletterer, 2 Bomber, kein Stoner, einen kriegen wir. 5. Gibt es noch mehr Pickups? Gibt es noch mehr Pickups, die ich nicht sehe? Da oben. Also da oben ist ein Stoner. Ach so. Da kommt Mina, da kommt Mina, da kommt Mina, Mina weiterhin. Wie seid ihr denn, wie seid ihr denn rankommen? Wie soll ich denn an den rankommen, ist so die Frage, die mir stellt. Ich sag's mir ganz ehrlich, komm mal da dran. Auf jeden Fall, ja, haben wir also 5 Blocker, 8 Brückenbauer und keinen Minenarbeiter. Wir kriegen einen hier oben, einen Stoner auch, den brauchen wir auch. Wozu brauche ich denn den? Ja, ich muss dann nicht, denk mal gleich, ich muss mit dem... Muss mit dem Minenarbeiter quasi hier rein, ne? Und dann quasi hier raus, kann man sagen. Hey, muss da hinkommen. Wie soll das denn gehen? Die fallen hier unten, das Feuer. Wie soll das denn gehen? 5 Kletterer. Ja, ich weiß, wie das funktionieren soll. Also, wir haben hier oben, die laufen immer hin und her. Das ist sonst vollkommen egal, was mit denen passiert. Wir haben hier welche, die laufen dann halt hier rum. Also eigentlich nur, die haben wir noch zumachen. Dann brauchen wir, ja, müssen wir, wie soll man da hinkommen, frage ich mich. Wie soll das funktionieren? Wie soll man da was machen? Wie soll man da hinkommen? Wir müssen da irgendwie darüber bauen, dass wir dann da hinkommen und dann dahin. Ja, keine Ahnung, Leute, ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Wir müssen irgendwie versuchen, da hochzukommen und dann dahin zu kommen. Und dann halt irgendwie versuchen, später eine Brücke zu bauen hier hoch. Wir müssen auch eine Brücke hier hochbauen, damit die da hinkommen. Wir haben nur 8. Boah. Ich habe keinen Plan, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert in der Theorie. Von der Theorie habe ich die Ahnung von dem Level, aber... Sonst weiß ich da auch noch nicht so viel. Also reicht so eben, ne, kann man sagen. Aber ich weiß ja nicht genau, was ich jetzt hier zu tun habe. Ich habe keine Ahnung genau, wie ich das jetzt hier bewerkstelligen soll. Ich kann mir ja nicht denken oder so. Ich brauche zwei, weil ich 2 Blocker sprengen muss. Die brauchen mir 2 Blocker. Also ich brauche 2, die ich sprengen muss, damit ich den Rest machen kann. Weil wenn ich hier einen hinschicke, ist er weg. Der ist dann tot. Da kann ich nichts mit machen. Ja, das ist klar. Der ist dann geopfert. Das heißt, das ist ein One-Way-Ticket hier. Deswegen brauche ich da einen Blocker. Oh, wie könnte es schwierig werden? Ich versuche es mal mit einem. Ich habe keine Ahnung, was funktioniert. Ich versuche es mal mit einem. Ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich so nicht. Weil wir eigentlich mehr in Richtung laufen müssen. Ich komme ja vorbei. Ich glaube, immerhin kommen wir da vorbei. Ah, boah, über 2, das ist ja doof. Das kostet wieder so viele Ressourcen, ey. Naja, aber ich glaube, wir müssen das so machen. Eine Sprengung haben wir auch noch übrig.
kommt da jemand vorbei, mein etwas. So. Wir müssen das so weit strecken, dass wir das schaffen. Wir haben nur drei. Wie soll das gehen? Weil wir mit drei schaffen wollen. Ja, geht zwar. Ich komme da zwar hoch, aber wie soll ich damit? Ich habe keine weitere Brücke mehr, ne? Wie komme ich also dann da hoch? Ja, komme ich nicht hoch noch. Zwei habe ich noch. Boah, muss ich, darf ich die nicht investieren? Muss ich da einen Blocker einsetzen? Habe ich nur zwei Blocker. Kann auch sein, dass ich den auch opfern muss. Dann habe ich nur eine Brücke eher mehr. Die brauche ich wahrscheinlich auch, oder? Aber ich komme ja so nicht mal rüber. So oder so, auch mit einer weiteren Brücke nicht. Was hilft mir das jetzt? Habe ich eine weitere Brücke? Was hilft mir das? Ja gut, das ist klar, ich kann damit jetzt hoch, ich kann jetzt das Kram holen. Ich habe eine mit einer weiteren Brücke, hilft mir, was hilft mir das? Ich kann mir nicht, kann ich nicht holen. Ich komme gar nicht hoch. Okay, ich habe eine Brücke, hätte ich noch zur Verfügung. Hier kriege ich auch keine mehr, ne? Hier ist auch keine weitere bereit. Wenn ich mir eine weitere kriegen würde, könnte ich das nicht schaffen, aber... Wenn ich mich halt... Ich habe eine muss man ja bedenken, die hätte ich ja hier noch. Eine kann ich hier noch direkt nehmen. Da komme ich da zwar hoch. Hab dann auch Minenlemming. Aber es hilft mir, dass die komme ich dann da hoch. Ha? Die komme ich dann da hoch, ist die Frage, ha? Mal kurz was testen. Ja, funktioniert nicht. Überrascht mich jetzt nicht. Da war jetzt eher ein Test. Ja. Ich habe eine weitere Brücke, habe ich. Also die kann ich nur die noch halt wegnehmen kann von hier. Ja, und dann? Das bringt mir auch nichts. Ich muss ja irgendwie da hochkommen. Das ist das Problem, was ich habe. Ich muss über hier keine Brücke bauen. Eine hilft aber nicht, um da hinzukommen. Die sind übrigens mehr als 6 übrigens, also. Okay. Ein Bomber ist das da. Was mache ich mit dem? Das war typisch crazy, muss man fast sagen. Was mein gerade Gedankengang ist, wenn man quasi einen Blocker benutzt, um die Richtung des Baus zu ändern. Ja, es klingt total crazy eigentlich. Das heißt, dass wir gar nicht von hier bis dahin bauen, sondern von nur bis hier und dann mit dem Blocker nochmal umdrehen.
Aber wahrscheinlich trotzdem nicht, noch nie reichen. Wir kennen dann zwar hier ein bisschen weiter, aber dann würden wir trotzdem ein zweites investieren. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Was kann ich, ja, hast du aber gerade so eine Idee, den Blocker benutzen, um entsprechend als quasi als Baum, als Baum, als Baumkehr zu benutzen. Aber hilft mir das was? Das hilft mir doch in meinen Augen nichts, in meinen Augen. Hilft mir das nicht wirklich was? Wie ob sie sehr. Das finde ich auch sehr krass. Mir fehlen mindestens zwei Brücken hier. Ich habe nur eine. Ich habe keine weitere mehr. Um überhaupt da hinzukommen. Das hilft ja nicht mal, um die von hier. Das hilft nicht mal, um die hier hochzubringen. Ja, das ist das Problem. Was hast du geplant? Ist die Idee gar nicht, die von hier runterzukommen, sondern die runterzubringen, um dann da hochzulaufen? Ist das die Idee? Könnte ja auch die Idee sein, die dahinter steckt. Man quasi hier hochbaut. Naja, hilft das einem was, komm ich da trotzdem durch, ne? Das soll man dazu sagen. Man kommt trotzdem nicht weiter. Man kommt trotzdem nicht hier hoch. Weil ich ja nur mit dem hier weiterkäme. Ja. Komm nur mit dem weiter. Okay, nur mit dem könnte ich hier reinbuddeln. Da habe ich noch nicht. Wie soll ich da rankommen? Ist hier irgendein Schlupfloch, ne? Also ich muss irgendeinen Lemming haben, der da hochkommt. Nur wie soll ich das machen? Ich brauche vier Brücken, um einen von hier hochzukommen und von da quasi hochzukommen. Wie soll ich denn einen Lemming dahin? Also das wäre die Idee, weil ich mutte, dass das eher die Idee ist. Das geht wahrscheinlich so nicht, ist klar, aber... Achso, ich glaube, die Idee ist einfach von hier oben, aber was... Ja, das wäre dann so laufen, würde so laufen. Ja, ich muss mal das Pickup mal kriegen, um das überhaupt zu lösen, das ganze Problem da oben. Und mal da dran kommen. Das ist ein Genu-Lemming. Hä? Wie soll ich da denn hinkommen? Ich kann jetzt hier einen Springer holen. Ja, schön. Ja, mach das mal. Holen wir uns mal den. Das ist ein kleiner, naja. Wir können jetzt mal wegen mal uns mal holen. Die bringt nun wahrscheinlich nichts. Außer eine mehrere Pickups. Sorry, ja nicht, aber. Guck mal, was da jetzt passiert. Mir fehlt irgendwie mindestens eine Brücke. Eigentlich zwei. Wir kriegen einen Sprenger dazu. Gut, der will da so sterben bei. Okay. Den haben wir auch nicht, um den zu benutzen. Ja, das war ja nicht so gedacht, dass der dann geopfert wird. Das ist noch nicht so geplant. Aber wie arbeite ich jetzt? Ich kann nicht weiterarbeiten hier. Das geht nicht. Kriegt den auch nicht, so hin, weil der ist ja Feuer hier, brennt er ja. Seine Feuer ist ja eine Feuerwand. Also.
Wie soll das funktionieren? Wie soll ich damit besser durchkommen? Warte mal, komme ich da denn durch? Das wäre natürlich die andere Alternative, ne? Nicht hier unten rum, hier oben rum. Das wäre die andere Alternative. Da muss ich aber doch die Brücke einsetzen. Das ist die Alternative vielleicht, die man machen muss. Da quasi hochklettern und dann ja irgendwie da hochzukommen. Ob das jetzt ertragreicher ist, ich weiß es nicht. Ja, heißt es das hier mit dem. Aber es ist nicht so. Ist egal. Ist egal, wir können das auch trotzdem machen wie eben. So. Wir können das trotzdem nur schaffen. Das ist die andere Idee, dass man da uns da durchsprengen. Und dann da quasi vielleicht Kletterer benutzt. Dann kann die kann man nur benutzen hier, den da kommt. Den kann man nur benutzen. So. Das ist eine Idee. Jetzt darum bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber es könnte natürlich funktionieren. Kommen wir auch durch, ne? Kommen wir auch durch mit. So, mal gucken. Wo muss die anfangen? Wo muss die Plattform anfangen, ist die Frage, ne? Brauche ich da einen zweiten Kletterer für? Ja, ne, ich brauche einen zweiten Kletterer dann. Ich frage natürlich, wie komme ich dann da durch? Ich habe nur einen Sprenger, kriege ich dann. Wo soll ich den herholen? Wo soll das denn passen mit einem Sprenger? Ich komme jetzt zwar hoch. Ich meine ja etwas, ne? Bin so weitergekommen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich jetzt den Sprenger, wie ich die sprengen soll. Wie ich die zusammenführe. Ja, auch wieder eine ganz vorzügliche Technik. Na, scheiße. Ja, ich hab auch da eine Ahnung, ey. Ich muss sagen, ich brauch da Zeit, die wunderbare Zeit schaffen. Ich hab da auch eine Ahnung, wie das funktionieren soll. Da brauche ich einen Blocker für. Ach, das ist meine Güte. Ich hab da voll die Ahnung, dass auch wieder. Wir haben ja hier. Kann ich das demonstrieren? Ich glaube, ich müsste gehen. Wir haben ja hier die Möglichkeit. Bevor er durchkommt, Blocker zu setzen, dann würde er mich weiter hacken in die Richtung. Das ist, glaube ich, die Idee. Tricky, tricky, tricky. Das ist wirklich so ein. Ui, Lemmings Fortschritt, ne? Finde ich, also, ist meine Meinung. So. Wollen wir noch die zwei Brücken, die wir auch brauchen, um da oben hinzubauen, ne?
Haben wir noch einen zweiten entwickeln? Was war da hinterher? Obwohl, nee, muss er nicht, das ist Unsinn. Muss er nicht, wir brauchen keinen zweiten momentan. Ich hab ne Ahnung, wie das funktionieren soll, dieses Level. Ich glaube, ich weiß es, aber es ist, oh, wieder schwierig. Wir haben jetzt den zumindest. Und den Stoner auch. Er kann ohne schon anfangen hier. Ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll, keine Ahnung. Weil wir eine weitere Sprengung bekommen. Weil wenn der davor ist, kann man einen Blocker machen und dann kann der den Dritter um. Das ist die Idee dahinter. Ja, ist crazy, ne? Ist crazy, muss man sagen. Ist schon sehr crazy, ey. Das ist ein crazy Level. Es ist ein very crazy Level. Wenn ich den eigentlich sprengen kann. Da dreht er nur um. Und auch hoch. Ich weiß nicht, ob das jetzt gereicht. Da müssen wir halt auch austesten. Da muss ich aufpassen, das muss ja parallel gleich passieren. Ich kann ihn dann sprengen und dann kommen wir da mal raus. Das ist nicht das Problem. Ja, geht. Okay. Mal gucken, wie ich den Stoner hier setze. Mal gucken, wo muss der jetzt hin? Müsste auch direkt in der Mitte sein, ja. So. Okay. Ah, ich glaube, wir haben es gelöst, aber es ist wirklich crazy, ne? Das ist wirklich crazy Level. Das ist wirklich ein crazy Level. Es reicht nicht. Das wird aber reichen. Ah, also das ist wirklich schon wirklich abgedreht, ey. Muss ich echt mal sagen, das ist wirklich abgedreht. Abgedrehtes Level-Design, ey. Oh meine Güte. Das geht's auch, ja. Das war die Lösung. Ei. Das ist schon anspruchsvoll gewesen. Darauf zu kommen, ey. Ja, das sind wirklich fortgeschrittene Techniken in meinen Augen. Also, was ich halt sagen kann als unbedarfter Spieler. So, haben wir reingebracht. War nicht einfach, ne? Deswegen haben wir eine Stunde wieder gebraucht. Aber haben es geschafft. Vor allem mehr reingegangen als nötig. Und noch zwei Kletterer, weil wir die brauchen. Da kann man sich das zeitlich vielleicht, obwohl zeitlich kann man sich das zeitlich entspannen. Nee, eigentlich nicht, da man ja eh nur begrenzt sprengen kann. Okay, all limits accounted for. You rescued 45, you needed 43. That level seemed no problem to you on that attempt. On to the next. Ja, gucken wir natürlich an für morgen. Morgen ist dann der 9. Da spielen wir dann Level 9 Mount Everest Refrigerator. Ja, also es geht in den Kühlschrank des Mount Everest. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß damit. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertung und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf sozialen Netzwerken oder auf Discord zum Quatschen, Kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen, mit,
mitmachen, mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt und viel, viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.